hochfahren, ich muss da hochfahren. Ja, 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 wir müssen da hochfahren. Ja, 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 das ist gut. Hier ist doch gut. Hier kann man sich hinstellen. Okay. Okay. Falls ihr dieses Auto nicht kennt, das ist das bekannte Einfamilienhaus, das bekannteste Einfamilienhaus in Deutschland auf Rädern. Und ja, das hat mein Vater alleine gebaut. Falls ihr das Video sehen wollt, also nicht wie er das gebaut hat, aber das erste Video, das ich mit diesem Schmuckstück hier gedreht habe. Guckt euch das mal an, Digga. Küche, Bett, also Wohnzimmer, alles in einem. Dann schallert rein in die Biotonne und guckt euch das auf gar keinen Fall an. Das ist ein sehr, sehr schmackhaftes Video. Und mein Daddy, der guckt auch ab und zu mal in die Kommentare oder in die Videos rein. Und der hat natürlich gesehen, dass das Video jetzt 160.000 Aufrufe hat. Und dann hat er gesagt, hier, nimm dir den Bus nochmal, weil genau wegen meinem Bus, wegen diesem Bus hier, ist dein Kanal überhaupt explodiert. Das hat er gesagt, wortwörtlich, Digga. Mir ist direkt aufgefallen, guckt mal hier. Der hat direkt ein bisschen getuned. Hier hat der Lederbezug einfach so, Digga, weil er weiß, wie viele Leute zuschauen. Passt auf, was ihr sagt, Digga. Ihr wollt euch nicht mit meinem Dad anlegen. Ihr wollt nicht. Ich will mich auch nicht mit meinem Dad anlegen. Wenn mein Dad ausrastet, wenn er was sieht in den Kommentaren, irgendeine Beleidigung, Junge, dann stehen keine 5000 Kurden auf. Dann steht nur er auf und macht alles, Digga, Vernichtung. Vernichtung kommt dann. Jo, was wollte ich sagen? Ja, krass hier, guck mal hier, Kaschmir. Kaschmir, Digga, einfach Kaschmir. Was ist das? Seide, Kaschmir, Lederbezug. Und dann, was mir noch aufgefallen ist, der hat einfach, also, ich weiß halt nicht, was er sich dabei gedacht hat. Das ist, das war vorher nicht. Der hat einfach hier, das, wisst ihr, was, wie soll ich das erklären? Also, für ihn ist das natürlich übertrieben krank. Ich darf jetzt auch hier nichts Falsches sagen. Aber, Dad, Bro, warum? Okay, sagen wir mal so, gewöhnungsbedürftig. Bevor ich anfange zu kochen, eine Sache noch. Seht ihr das? Carbonoptik. Ich habe mir Carbonoptik-Kennzeichen gemacht fürs neue Kfz und diese Kennzeichen waren einfach teurer als das Auto. Das war's. Das wollte ich alles so sagen. Habe ich was vergessen? Ich hoffe, dass ich was vergessen habe. Ansonsten fangen wir jetzt an zu kochen, Bro. Scheiße, dieser Teppich, Alter. Darf ich den? Nee, Digga. Ich muss Schuhe ausziehen. Das ist so. Jetzt werdet ihr wieder meinen behinderten Fuß sehen, der hier ist. Guckt euch den Fuß mal an, Digga. Der sieht original aus wie ein Apfelstrudel. Ey, what the fuck, wieso bin ich hier nass? Ich mach mal hier meine Tasche weg. Zur Seite mit... Oh, scheiße. Bro, Daddy. Dad. So, wir fangen jetzt an. Wir machen heute ganz gediegen und gemütlich ein paar Cheeseburger. Wir kochen Cheeseburger. Digga, kochen? Heißt das kochen? Ich koche Cheeseburger? Bro, das klingt irgendwie komisch. Ich brete Cheeseburger. Ich gebäcke. Bro, keine Ahnung, Junge. Keine Ahnung. Ihr fragt mich viel zu viele Sachen. Versteht ihr das? Fragt mich nicht so viele Sachen. Ich lasse gleich Chance, Junge. Brot, Rindfleisch, Salat, Schmelzkäse, Tomaten und das Wichtigste, ein kleiner Schokodrink. Was ist das? Hä, wieso habe ich das gekauft? Ingwer-Shot, Junge, ich dachte, das wäre Ketchup. Dreck. Ich habe Ketchup und Mayo vergessen. Einfach das Wichtigste vergessen. So, was hat mein Vater nochmal hier gesagt? Hier, das hier. Einmal an. Digga, ist es an? Oh, jetzt ist es an. Jetzt ist es an! Der hat jetzt gesagt, hier ganz schnell drücken und hoch. Alles falsch gemacht. Hoch. Ey, what the fuck, Alter, Dad? Scheiße. 1500. Irgendwas stimmt hier nicht. Scheiße, warte. Ich muss kurz ausmachen. Ich habe wieder nicht zugehört. Das ist es. Ich kann euch einen Tipp geben. Wenn es geht, hört euren Eltern zu. Die haben meistens recht. Aber bei mir hat es immer noch nicht, klappt das immer noch nicht. Nach 70 Jahren, Digga, ich habe nichts daraus gelernt. Ich habe meinem Vater gar nicht zugehört. Seht ihr das? Jetzt kriege ich die Scheiße hier nicht an. Ich will doch einfach nur kochen. Ach, verdammte Scheiße, Alter. Vielleicht muss ich die Pfanne hier drauf machen. What the fuck? Bro, wieso geht das nicht? Ah. Okay, und jetzt? Hey, wieso springt das auf 1000? Digga. Oh, geil, guck mal hier. Verdammt, wie sieht denn das aus, Junge? Europäische Zentralbank-Server, was ist das? Wieso piepst das? Dreck, Alter, ich krieg das nicht mehr zu. Oh mein Gott, leichte Panik bricht jetzt aus. Wartet mal. Verdammt. Ich muss meinen Vater anrufen. Scheiße, das Ding fliegt hier gleich in die Luft. Sadi, okay. Was sagst du? Sadi, okay, hi. Hi, ciao. Ja, ich habe jetzt mit meinem Dad telefoniert. Er hat mir das alles jetzt erklärt. Ich habe es geschafft, Digga. Was für eine Wissenschaft, Junge. Man muss da klicken, hier klicken, dann hier auf Standby, on, minus dies, das. Digga, einfach Mathematik, um einfach einen Cheeseburger zu machen, Junge. Ich brauche Öl. Ja, Öl. Scheiße, hab ich was kaputt gemacht, Alter, mein Kopf. Öl. Boom.
Reicht, oder? Eigentlich braucht man kein Öl. Ich bin doch komplett behindert. Junge, dieses Rindfleisch produziert so viel Fett, Mann. Egal, scheiß drauf. So, wie geil ist das denn? Ey, nochmal, hier an dieser Stelle. Hättet ihr Bock, dass ich damit eine Deutschlandtour mache? Wenn ja, dann mache ich das für euch niemals, Digga. Niemals werde ich das machen. Ein oder zwei? Komm, machen wir eins. Zwei ist zu viel. Wir haben wieder, Digga, 10 Uhr morgens. Ich mache hier Cheeseburger. Hier haben wir Käse. Hier haben wir Tomate. Salat waschen. Salat waschen. Guck mal jetzt hier, Junge, wie süß. Wie süß. Guck mal. Kleiner süßer Salat. Komm mal her. Komm mal her. Lass dich mal aufputzen. Ja, ja, ja. Salat fertig. Jetzt brauche ich Schneidebrett. Schneidebrett ist am Start. Und wir machen jetzt kurz die Tomate. Schnibbel die Schnipp. Warte mal kurz, ich muss das mal ein bisschen hier erhöhen. Irgendwie passiert hier gar nichts, Digga. Tomate. Junge, wir machen jetzt eine schmackhafte Tomate zusammen. Habt ihr schon mal Tomaten gemacht? Ich zeige euch jetzt mal, wie man Tomaten macht. Man macht so. Einmal umdrehen. Lululu. Nochmal umdrehen. Oh, es geht los, geht los. Hört mal, hört mal. Oh, wie das brutzelt. Messer. Messer, Messer, Messer. Digga, sag nicht, ich habe ein Messer vergessen. Bruder, hör auf. Bro. Ah, Dreck. Einfach Messer vergessen. Das ist nicht möglich. Ich habe doch diesmal an alles gedacht. Dreck. Wie soll ich das jetzt umdrehen? Ah. Ah, ich muss das Fleisch umdrehen. Ja. Ah. Verdammt, ich hab Besteck vergessen. Wieso habe ich Besteck vergessen? Ach, ich weiß wie, ich weiß wie. Ich weiß wie, das ist doch sauber. Das ist doch neu. Ah, du dreckiges Fleisch. Ja, schön, 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 schön. Ja, wir müssen wieder, wie beim letzten Mal, ein bisschen improvisieren. Ich mach mal kurz zu hier. Ein bisschen improvisieren und zwar die Tomate müssen wir jetzt... Bro, für was habe ich die Scheiße hier? Geil! Das ist doch geil. Funktioniert. Seht ihr, Leute? Es geht. Alles geht im Leben. Ich brauche eh nur so ein Stück. Naja, es ist ein bisschen dick geworden, aber macht nichts. Alles gut. Warte mal, ich schmeiß das mal erstmal hier raus. Ja, perfekt. Perfekt, würde ich sagen. Dann lassen wir das Fleisch noch ein bisschen brutzeln. Tun dann direkt im Anschluss diesen wunderschönen und zugleich schmackhaften Käse rein, Junge. So macht man das. Ich zeige euch das mal jetzt. Man macht so und dann macht man so. Aber noch nicht. Ah! Wartet, wartet. Wir müssen noch ein bisschen das Fleisch brutzeln lassen. In der Zeit... Bro, ich muss mal kurz Dings holen. Kennzeichen. Ach, wieso habe ich da weggeschmissen? Ich Behinderter. Ich brauche das doch noch. Fürs Fleisch. Einmal nochmal umdrehen. Bro, hier ist alles voller Öl. Das Bett ist auch voller Öl. Fuck, mein Dad. Digga. Ich bin tot. Komm, wir machen jetzt so. Ich mache das jetzt mal aus hier. Und dann hier. Ja. Jetzt machen wir den Toast rein. Bam. Ja, funktioniert. Brot, Brot. Wo bist du, Brot? Ich brauche Brot. Ist das geschnitten? Komm schon. Ja! Aldi hat an alles gedacht. Aldi hat geschnitten. So, Brot hier rein. Jetzt kommt das Beste. Käse hier drauf, Junge. Guckt euch mal jetzt an, wie das schmelzen wird. Bam. Guckt euch mal an, wie der Käse schmilzt. Oh, Junge, Junge, ist das hier heiß. Ich muss kurz aufmachen. Fleisch brutzelt. Käse schmilzt, Salat ist ready, Tomate perfekt in einer sehr, sehr feinen und dünnen, zarten Scheibe geschnitten. Besser kannst du nicht laufen, Junge. Okay, das müsste jetzt fertig sein. Oh, perfekt, Junge, wie schnell ging das denn da? Ah! Oh, oh, oh. Wo ist mein Besteck? Ah, scheiße. Ja, dann haben wir hier Salat. So, so. Bro! Das war's. Passt mal jetzt auf. Das war's noch nicht. Moment kurz. Ich mach mal kurz Steckdose. Hier raus. Jetzt kommt das Highlight. Das habe ich selbst nicht gewusst. Mein Vater hat mir das heute gesagt. Der hat gesagt, mein Dad hat heute zu mir gesagt, wortwörtlich, genauso hat er es gesagt, Bro, wenn du einmal in deinem Leben cool sein willst, du kleiner Dreckslappen, dann mach Folgendes. Mach hier die Schublade auf. Jetzt kommt ein mieser Flex. Es gucken jetzt 1 Milliarde Zuschauer zu, wie ich das hier mache. Junge. Heftig. Hey Bro, noch krasser geht's nicht. Und stellt euch mal vor, ich wäre irgendwo am Meer. Boom. 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 Meer. Sand und dann Meer. Dann probiere ich den schmackhaften Burger mal. Wow. Oh, schmeckt echt gut. Ich könnte noch einen verputzen. Ohne Scheiß. Heftig. Kurz mal runterspülen, die Kacke. Oh, boah. Ich bin einfach in diesem Video kurz Jamie Drecks Oliver und Fritz Deinecke geworden.
Chavos Chayas, wen hat's auch getriggert, dass dieser Drecksidiot in diesem Drecksbus einfach mit vollem Mund gesprochen hat? Was für ein Spaß.